So. Haben wir noch irgendwelche geilen, geilen Kopf, irgendwas cooles Neues? Todesblickvisier. Vorarbeiterhelm mit der Waffe. Ach, wenn der bezahlt dran steht, haben wir das mehrfach, ne? Ja. Ja. Du kannst auch im Shop sagen, verkauf doppelte Sachen. Beine. Ich hab jetzt extra den Helm in Deep Shit. Oh, ich bin besser angezogen, eindeutig. Nachladen geht es. Ich scheiß auf Schaden, ich kann einfach Dauer durchfeuern. Turbo. Zurück? Ja, zurück oder weiter? Ich weiß nicht, in welche Richtung wir müssen. Hier runter. Laut dem grünen Pfeil müssen wir zurück. Ah, nehmen wir doch einfach. Nehmen wir den grünen Pfeil, das ist okay. Du weißt schon, dass man O drücken kann, ne? Ja, ja, das nutze ich normalerweise, aber das hat uns dann in die 20er-Gruppe gebracht. Ich traue O nicht. Wir können das Taxi nehmen, würde uns damit sagen. Ja. Hab ich ja vergessen, wo es ist. North of Present Location, wo auch immer Norden ist. Wahrscheinlich oben. Dann geh ich mal dahin. Das ist ein Taxi. Das ist ein Taxi, ja. Was haben wir denn hier? Ein Korpsack. Laden. Naja. Ist einfach nur das überall. Geld. Geld, Geld. Oder lieb. Und hallöchen Shadowwave, und danke für dein Raid und hallo, wie geht's euch? Was habt ihr gemacht? Was, wie geht's? Und wer schießt denn hier schon wieder? Ich. Ah. Neue Freunde? Alte Freunde. Explodierte Freunde. Ach ne. Warum schießt du auf mich? Tut mir leid! Du hast dich so angeschlichen. Ich war überrascht. Die sind schön explodiert. So, in Deckung gehen ist scheiße, wenn man vom Raketenwerfer beschossen wird. Ja. Wir haben Dota gespielt. Ja, Überraschung. Sehr schön. Dann hoffe ich, es geht dir gut. Du hast noch Battle Pass. Alles klar. Wir laufen mal wieder sonst wohin, habe ich den Eindruck. Ja. Ja, aber wir könnten auch da langlaufen. Aber ich vermute, da kommt dann wieder Freunde in hohen Positionen mit hohem Level. Wie? Ach, da lang. Okay. Ja. Hi. Oh, hier ist ein Gegner. Dota am Donnerstag ist ja, hat ja niemand gerechnet. Ja, stimmt. Dotastag. Oh. Das war ein Zivilist. Den habe ich aber gegeben. Schon wieder. Die kleben. Ja. Ratmann weiß aber ernst mit Level, kann er sein? Ja, ich glaube auch. Was ist das hier oben? Eine Kiste, glaube ich. Oh Mann, ich hasse diese. Was ist jetzt passiert? Ich habe keine Ahnung. Jemand ist irgendwo hingegangen. Das erinnert mich an diese komischen Jumps bei GTFO. Ich hasse diese Kacke. Hör auf! Was denn? Ich geh da. Dex wirkt mir unentspannt. Bin ich aggressiv? Dex, alles gut? Aber ich freue mich schon drauf, wenn der Battle Pass vorbei ist. Dann spiele ich auch einmal was anderes. Das verstehe ich. Er ist Level 15. Ich glaube, hier sollen wir nicht sein. Ja, ich bin tot.
dauert, ich komm wieder zurückgekrabbelt. Oh, einen habe ich getötet. Es kommen noch mehr. Nimm den Aufzug da. Ich versuch zu krabbeln, die nehmen den Aufzug. Strong Gaze, Gaius. Bin gleich tot. Ach, du krabbelst hinter mir, ah klar. Ich kann den Aufzug nicht benutzen, wenn ich krabbel, okay. Ja, das Gute ist, die Gegner können den Aufzug auch nicht nutzen, aber es war halt irgendwie... Sie versuchen's. Aber solange halt immer oben einer ist, dann passt das. So, solange halt keiner oben ist. Aber einen 15er habe ich erledigt. Gut, dann gehen wir da nicht. Ja, was ist das? Ich weiß auch gar nicht, wo das war. Auf einmal war ich in diesem Raum. Huch, da hatte ich einen ganz kurzen Aussetzer. Ich hatte gerade einen ganz kurzen Spielaussetzer. Das Schöne an dem Raketenwerfer ist der Atoming. Wusste ich doch, dass dir das Spielzeug gefällt. Der Raketenwerfer. Ihr habt jetzt auch eine Schrotflinte. Ach, yay. Echt? Ich nehme den Raketenwerfer, ich behalte ihn. So dunkel. Die Tumultflinte. Jetzt try das Ding aus. Ja, oder so. Jetzt musst du doch rausfinden, wo ich jetzt gerade wieder... Irgendwo ist irgendwas sehr fieses. Oh ja. Ach, ich sollte die Gegner beschießen. Nicht Dex. Echt? Entschuldigung, er ist rot umrandet, die Gegner sind rot. Also, so, ich merke, muss aber ins Bett. Alles klar, dann schlaf gut und danke für dein Raid. Und was zum Kohle hier? Ein Satt. Du schießt auf jeden von uns, das hat mit dem Kreis gar nichts zu tun. Wir können die U-Bahn nehmen. Wir müssen looten. Wir können die U-Bahn nicht nehmen. Wie kann man die U-Bahn looten? Oh, warte, Moment, ich komm. It's a trap. Passiert eigentlich irgendwas, wenn du T drückst? Nö. Bei T passiert nichts. Otto? Der Terror. Oh, vergiss es. Sat war schneller. Was habt ihr angestellt? Ich hatte hier extra AP für dich reserviert, aber Sat ist einfach da hingegangen und hat sich gekrallt. Du hast nur Otter gesagt. Ich wusste nicht, dass du die AP da mit reservieren wolltest. Er sagt auch nur, drück mal T. Richtig. Also habe ich T gedrückt. Schön. Ich habe auch T gedrückt. Ohne Erfolg. Oh, ich habe den gerade... Ja, schön, Tonaussetzer. Den hatte ich auch gehabt. Wenigstens synchron. So, da bin ich auch endlich da. Hallöchen, Drahid. Ach, es ist sehr lustig. Ich hoffe, es geht dir gut und schön, dass du da bist. Wie du siehst, Dex hat Dinge gefunden, mit denen er mit denen er Flammen werfen kann oder so. Wo bist du? Ach, ja, bei mir. Aber ich habe noch irgendeine Kawaii-Sache gefunden. Down. Ja. Ich hab ihn schon, Und weg war mein Spiel. Ein Unreal Process has crashed. Lustigerweise kann ich mich noch sehr langsam bewegen und ich sehe, wie Blackie da rumsteht. Ich kann mich noch bewegen, das ist aber auch alles. Ah, jetzt kommt Connection-Fehler. Jetzt habe ich links oben ein Ausrufezeichen, aber ich kann mich immer noch bewegen. Gut, geh jetzt zu. Bin eher frustriert aktuell, aber naja, egal. Das liegt mir nicht unbedingt. Verbindung zum Horst weg. So, Online-Koop. Gespeicherte Spielhosten. Fortfahren. Nein, erst einladen, dann fortfahren. So. Einladen.
einladen. Einladen. Verbindung zum Host verloren. Was ich übrigens auch sehr lustig finde, ist, ich kann das Spiel nicht im Fullscreen spielen. Nicht? Nein, ich muss es im rahmenlosen Fenstermodus spielen. Ansonsten geht er nämlich immer auf 1024x768 und zurück. Bei mir spielt er erst irgendwas auf 3000, schießt mich tot auf Auflösung. Das wäre ja, die Alternative, aber... Ich kann es nicht umstellen. Oh. Habt ihr mal gesehen, ja, meine dann. Schicke Hose? Jetzt die super. Sehe ich leider nicht, weil dein Spielertrupp da davor Jeans? Ist. Ja, eben hatte ich eine kurze Hose an. Ja, hatte ich kurz auch. Ich nehme an, man bewegt sich mit WASD, zielt mit der Maus und feuert mit linker, rechter... Ja, mit linker Maustaste zielst du, mit rechter Maustaste zielst du höher. Und deswegen streppt ihr nichts. Nein, mit linker Maustaste schießt du, mit rechter Maustaste zielst du höher, zum Beispiel über Deckung hinweg. Warum steht da jetzt wieder 1? Das weiß ich nicht. Ich drücke mal auf Fortfahren. Hoffentlich ist das nicht das Level. Vielleicht bist du ja 1 Spieler. Mhm. Da bin ich ja froh, dass da nicht 2 steht, sonst hättest du den auch da ja fett genannt. Das Spiel hätte. Wobei, hier gibt's keinen Friendly Fire. Nein, trotzdem nicht. Tschu, das sieht gut aus. Ja? Ich gehe über dieses ganze Tagebuch weiter. Ich krieg jetzt wieder die ganzen Tutorial-Scheiße. Wir haben Besuch. Ja, toll, ich bin doch noch gar nicht fertig. Ich auch nicht. Die waren plötzlich da. Wichtig. Ich sollte mal wieder aufhören mit höher zu zielen und so. Aus irgendeinem Grund habe ich nie wieder die Maustaste gedrückt. So sinnloserweise. Grüß deine Mama von mir. Geil. Quasi Alien Swarm. Genau. Sehr schön, gefällt mir schon mal. Ja, nur das während des Ladens. Also während noch nicht alle Mitspieler geladen sind, schon mal die Gegner kommen, das ist vielleicht nicht so optimal. Wo ja, ich das Kapitel ausmachen. Was wollen wir ausmachen? Das Cup-Tutorial. Vielleicht in der Einstellung irgendwo, Spielweise. Anleitungen. Hier ist das Taxi. Ja. Jetzt ist es weg. Na toll. Jetzt ist das Spiel wieder weg. Ich hab nichts gemacht. Ich war's nicht. Ich hab das Tutorial ausgemacht. Lustig, ich kann noch rumlaufen und schießen, aber es passiert nichts. Ja, ich würde gerne das Spiel starten. Ich glaube, da muss irgendein Publisher nochmal oder ein Entwickler nochmal ein Patch nachschieben. Vor allem, weil es ja schon eine Weile draußen ist. Das liegt an mir. Ich gehe wieder aus dem Stream. Nein, ich glaube nicht, dass das an dir liegt, Rahid. Ja, nur an dir. Sonst würde ich jetzt mal vorschlagen, ich mache mal eine kurze Biopause. Bis gleich. Gut. Ich lade dich jetzt erstmal ein und dann... Okay, der Auto ist auch raus. Nein, ich bin noch da. Nein, aber aus dem Spiel gerade. Achso, nein, ich muss das Spiel ausmachen, damit du mich einladen kannst. Sonst kann ich dich annehmen. Okay. Frag einfach nicht. Und ich join einfach. Ja, das ist okay. Ich kann auch einfach beitreten, wann das geht. Aber ich muss immer aus dem Spiel raus, damit ich das wieder annehmen kann. Hm. So bei das Gaming so. Ja, weil über diesen Einladen-Button passiert nichts. Und hier drüber kann ich auch nichts machen. Also irgendwie ist das noch ein bisschen seltsam. Wann ist das Spiel rausgekommen? Schon vom Weiten. Vor einem Jahr. Aber es hat ja einiges an Kritik geerntet. Ja. So, aber kommen wir jetzt mal auf die Biopause zurück. Genau. Ich drücke jetzt nicht auf Fortfahren, weil dann... Ja. Aber was man sagen kann, ist, die Musik ist sehr hübsch.
Die gefällt mir. Ja. Die Steuerung ist für den Allerwertesten. Aber die Musik ist sehr gut. Die Grafik kannst du auch nicht wirklich meckern. Ich glaube, ich sollte die Musik vielleicht nochmal runterstellen, weil ich habe es eigentlich mal runtergestellt gehabt. So. Audiomodus Heimkino. Ah, okay. Ich habe ganz viele Fragen. Ich glaube aber, ich sollte eher das VOD gucken. wenn du darin Skill findest, markier die Stelle und sag Bescheid. So. So, ich mache jetzt mal ein lustiges Geräusch. Warum? Und was? Nein, ich... Warum? So klingt das, wenn man aus einer Erbflasche trinkt. Aus einer was? Aus einer Erbflasche. Ah, okay. Da werden quasi Geruchsstoffe... Nochmal mit freigesetzt. Dem Getränk ja. beigemischt, damit du denkst, du trinkst was mit Geschmack. Hm. Aber warum sollte ich dem Wasser noch was beimischen, damit es nach Wasser schmeckt? Machst du ja nicht. Also, du riechst quasi nur da dran, also es wird gerade nicht dabei gemischt. Du riechst es nur gleichzeitig mit, während du es trinkst und dein Gehirn denkt, ah cool, das schmeckt nach Wasser? Zitrone. Ich will aber, was aber ich will ja Wasser haben. Aber dann ist es ja voll, dann brauchst du das nicht. Aber ja, gibt es verschiedene Klassen, wie das mit den verschiedenen Waffen. Gibt es sowas wie Taktik? Also, es gibt keine unterschiedlichen Klassen. Es gibt Männlein und Weiblein, aber das sind nur Skins. Du kannst aber deinen Charakter komplett verskillen, wie du es magst. Kann ich dir gleich mal zeigen, wenn der Otter wieder da ist. Dann, und wir gerade nicht im Kampf sind. Und verschiedene Waffen, du findest und also du findest unterwegs welche, du kannst welche kaufen. Und Taktik, ich glaube, unsere Taktik ist gerade, wir schießen auf alles. Ich schieße sogar auf uns. Steve guckt auch immer komisch, wenn ich aus der Tasche. Ja. Ich schieße grundsätzlich auf alles, was sich bewegt. Ich würde auch auf mich schießen, wenn ich könnte. Das ist allerdings richtig. Und du könntest theoretisch mehrere Charaktere haben, bis zu 10 Stück. Ich weiß nicht, was dir das bringt. Aber du könntest sie haben. Die Übersetzung in den Menüs ist auch teilweise sehr geil. Aktion, pushen sie zum Sprechen. Ja, die Lokalisierung ist auch optimal. Pushen sie on zum point. On point, genau. Mm. Auf Punkt. Sie ist auf Punkt. Ich meine, wenn du auf den Shop klickst, steht da auch im Deutschen auch statt Shop steht da Laden. Das ist auch so. Ich hab beim ersten Mal auch eine Sekunde überhaupt so, Laden? Was Laden? Hä? Sparen. Achso, Shop. Ja gut, der Laden macht aber nur Sinn. Naja, für Juli 21 könnte man schon denken, da wäre das verbessert. Ja, das darf man jetzt nicht so, also... Ich muss mir dringend eine andere Hose und eine andere Jacke besuchen. Ja, Mr. Fleischwurst. Aber ich habe gehört, der Otter ist wieder da. Ja. Dann drücke ich mal jetzt auf Fortfahren. Droppen, los, droppen. Ja. Soll ich mein Mikro auf der richtig ausrüsten? Drop the Gage. 3, 2, 1, go. Wird das denn was regelmäßig? Ja, nein, vielleicht. Also ich hätte eigentlich schon vorgehabt, das jetzt erstmal regelmäßig zu spielen. Einfach, weil es was anderes ist. Okay, jetzt ist die gleiche Gegend. Da kommen sie. Ja, da sind sie wieder. Ich hab die Mutter explodieren lassen. Und ich kann mich nicht bewegen. Großer Kino. Nach dem Gegnerschwarm kann ich dir mal jetzt die Fertigkeiten anzeigen. Ich liebe den Raketenwerfer. Ach ja. Ach, und der ist tot. Ach, der ist Blacky. So rum. Was? Oder der Otter.
Ja, ich war mir nicht sicher, da stand ein Gegner direkt neben einem von uns. Normalerweise schießen die dann direkt auf die Leute, die daneben stehen. Okay. So, es gibt einen Fertigkeiten-Part, wo du halt verschiedene Sachen ausrüsten kannst, wie taktisches Gespür, kritische Trefferrate, Zielen und so weiter und so fort. Da kannst du halt bis zu 20 Punkte reinsetzen in jede Fertigkeit. Du hast zwei Waffen immer dabei, die du unterschiedlich ausrüsten kannst. Ich hätte zum Beispiel gerne die. Und wir haben jetzt schon 8 SMGs und 7 Pistolen. Auch sehr schön. Einen taktischen Wert, wo du halt nochmal zum Beispiel Granaten mitnehmen kannst. Dann kannst du halt für den Kopf, für die Brust und für die Beine eine andere unterschiedliche Panzerung haben. Und du kannst sogar den Teil hier übersetzen, also die Infos. Das finde ich immer sehr gut. Und wir haben eine MCH-Hose. Wofür das H wohl steht? Ich weiß es nicht, aber sie ist gut. Genau, dann hast du Cyberpunk-typisch Augmentationen.